Sie sind erfolgreich als Coach tätig, Ihr absoluter Traumberuf, wie ich auf Ihrer Webseite gelesen habe. Wobei es Ihnen aber wichtig ist, beide Seiten der Welt kennenzulernen und zu sehen. Ich zitiere, weiche und harte Faktoren. Was verstehen Sie darunter? Also die harten Faktoren sind halt im Business Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, wenn ich dort Führungskräfte coache, dann auch zu schauen, wie erreicht man Ziele, wie erreicht man auch finanzielle Ziele und so weiter. Und die weichen Faktoren ist, was brauchen die Menschen, die ich jetzt auch führe, damit die sich wirklich gut entwickeln können, damit die Freude haben, zur Arbeit zu gehen. Denn das ist das Allerwichtigste, dass man Freude hat, das zu tun, was man tut. Und wenn man mit dem Herzen dabei ist, dann gelingt halt alles. Und meine Überzeugung ist das, was unsere Gesellschaft wirklich braucht. Sie fühlen sich der humanistischen Philosophie verpflichtet, der Wertschätzung und Entwicklung der individuellen Persönlichkeit des Menschen. Was ist der Mensch für Sie und die Psyche? Nur Biologie oder mehr? Gibt es etwas Immaterielles? Immaterielles, auf alle Fälle. Also Seele ist natürlich ein Wort, das man benutzt. Für mich ist klar, es ist die Inkarnation, es ist Fleisch, es ist Knochen. Wir sind hier in einer materiellen Welt mit einem Körper. Wir haben auch eine Psyche. Wir haben das Unterbewusstsein und so weiter. Und es gibt etwas, was ich so nenne, also was die Seele wäre, die Verbindung zur göttlichen Energie der bedingungslosen Liebe. Und dieser Funke, dieser göttliche Funke, der ist in jedem von uns. Sehen Sie es als Ihre Aufgabe, diesen Funken irgendwie zu aktivieren? Also ich selber kann ihn nicht aktivieren. Das kann ja niemand machen für jemand anderen. Nur ich kann darauf hinweisen, wie ich es empfinde und was sozusagen, was mein Erleben ist und die Leute ermutigen, selber Kontakt damit aufzunehmen. Es gibt ja Verhaltensmuster, die einem Menschen das Leben schwer machen können, sowohl im Beruf als auch im familiären Umfeld. Welche konkreten Möglichkeiten gibt es, Ihrem Menschenbild zufolge Probleme zu lösen? Ängste beispielsweise, starre Glaubenssätze oder familiäre Bindungen? Da gibt es unterschiedliche Methoden. Also es gibt natürlich Methoden, dass man anschaut, welche Glaubenssätze habe ich mit aus der Kindheit bekommen. Also die typischen Methoden zum Beispiel von der Transaktionsanalyse, systemische Theorien und so weiter. Das ist eine Sache, das ist auch gut. Da macht sich unser Kopf klar, was ist mit mir passiert und man kann daran gehen, das aufzulösen. Und auf der anderen Seite habe ich halt noch eine Gabe im Energiefeld der Menschen, bestimmte Informationen zu bekommen, wenn die Menschen mir dazu die Erlaubnis geben. Denn meine Erfahrung ist, dass viele dieser, ich nenne das immer so ein bisschen Knoten im Energiefeld, dass sich Muster wiederholen und wir denken, mein Gott, mache ich jetzt schon seit 30, 40 Jahren und immer wieder wiederhole ich das gleiche Muster, dass das etwas damit zu tun hat, klar, Prägung aus unserer Kindheit, allerdings auch energetisch nehme ich etwas von meiner Familie und meinen Vorfahren mit. Und ich nehme auch etwas aus anderen Inkarnationen von mir selbst mit. Und das ist das, was ich so erlebe als Knoten in einem Energiefeld. Und da kann ich unterstützen, wie gesagt, nur wenn ich die Erlaubnis von Menschen habe, diese Themen nach und nach aufzulösen. Können Sie ein Beispiel dafür schildern, wie das für einen betroffenen Menschen vorher und nachher war? Kann ich machen. Bei einer meiner Life-Coaching-Klienten gab es das Thema, dass sozusagen immer wieder der berufliche Weg auf Widerstände gestoßen ist. Ja, also so das Gefühl, schon wieder, ich arbeite, ich mache ganz, ganz viel und trotzdem komme ich an einen Punkt, wo die Führungskraft dann sagt, nee, es reicht nicht, es ist nicht genug und so weiter. Und damit waren Ängste verbunden, werde ich denn überhaupt irgendwie meinen Weg gehen können? Und das, dahinter waren so Selbstboykott-Themen, die aber nicht durch sie kamen, sondern einerseits durch die Großmutter und andererseits war das mit einem früheren Leben von ihr auch verbunden. Und als diese energetische Verbindung zu dem früheren Leben und auch diese Abtrennung zu der Großmutter geschehen war, hat sich das mit der Zeit dann komplett aufgelöst. Und wie wirkt sich das für den Menschen dann konkret aus? Erstmal empfinden die Menschen eine große Erleichterung,
also wirklich so nach dem Motto, so als wenn ich einen Rucksack habe, einen energetischen Rucksack, und plötzlich ist der leichter oder ganz weg manchmal. Und dann war es auch so, dass sie ihren beruflichen Weg gehen konnte, so ohne Hindernisse innerlich, weil sie sich auch den Erfolg innerlich gegönnt hat. Also Selbstboykott hat ja auch oft was damit zu tun, ich erlaube mir nicht, glücklich zu sein, erfolgreich zu sein, finanziell in Fülle zu sein, was auch immer. Das ist also sozusagen wirklich ein schicksalsgestaltender Schritt. Ja, Schicksal ist für mich ein etwas schwieriges Wort, weil das so festgelegt ist. Ja. Ich denke, wir haben schon Verbindungen eben aus unserem früheren Leben oder mit manchen Menschen auch so Art Verträge, karmische Verträge, wie immer man das auch sagt, oder auch Aufgaben, die wir aus dem Familiensystem mitnehmen. Und Schicksal ist für mich trotzdem zu einengend. Es öffnet mein Leben zu dem, was ich eigentlich möchte. Und da empfinde ich immer, also meine Erfahrung auch bei mir, ich arbeite mit meinem Energiefeld ja genauso, Entscheidungen sind unglaublich wichtig, die machen energetisch eine ganze Menge. Und wenn ich einmal innerlich eine Entscheidung für etwas treffe, es geht immer um für etwas, nicht gegen etwas, dann öffnen sich plötzlich Wege. Weil dann ist das ganze Universum mit der Energie wirklich der göttlichen Liebe steht hinter mir. Sie beschäftigen sich auch mit Familienaufstellungen. Mhm, genau. Was hat Sie dazu geführt? Das war ganz spannend. Also ich habe ja Coaching-Ausbildung gemacht und so weiter und wollte eben mehr über den Menschen wissen und wie wir auch ticken. Und dann hat mich eine Freundin mal gefragt, hast du Lust mit mir zu einer Familienaufstellung zu gehen? Und ich bin zum ersten Mal mitgegangen, also selbst als Teilnehmerin, und dachte am Anfang so, nee, ich bin jetzt hier irgendwie in so einer Laien-Schauspielgruppe gelandet, das kann ich mir alles gar nicht vorstellen. Und ich hatte erstmal nur zugeschaut und am zweiten Tag bin ich dann aufgestellt worden. Und da habe ich gespürt, dass wirklich was passiert, weil ich habe gemerkt, die Gefühle, die ich habe und die Gedanken, das sind nicht meine in Bezug auf dieses Thema. Was heißt, ich bin aufgestellt worden? Also bei der Familienaufstellung da melden sich Menschen an zu so einem Familienaufstellungsseminar und es gibt Leute, die sagen, ich möchte jetzt gerne meine Ursprungsfamilie aufstellen, weil ich immer ein Thema habe, das in meinem Leben immer wieder auftaucht. Was auch immer. Ich bin immer im finanziellen Mangel. Ich möchte mal meine Familie dazu aufstellen. Und dann, diese eine Person wählt sich eben aus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Personen und sagt, bitte übernimm du die Rolle meines Vaters, bitte sei du jetzt meine Mutter. Und er oder sie stellt die Menschen in einer bestimmten geometrischen Konstellation im Raum auf. Deswegen heißt das Aufstellungen. Und die Menschen machen die Augen zu und fühlen sich hinein. Und das Systemische ist, egal wo man diese geometrische Konstellation aufstellt, die Energien, die die Ursprungspersonen fühlen, die Gefühle und die Gedanken, die kommen da auch wieder raus. Und das ist dann eben ganz interessant, wenn ich Gefühle habe, wo ich denke, nee, wenn ich vom Kopf an diese Situation rangehen würde, ich würde komplett anders denken, handeln und wahrscheinlich auch fühlen. Aber das wäre ich. Und sozusagen, da hatte ich eine bestimmte Position, wo ich dachte, das gibt's nicht. Ja, also fühlt sich komplett fremd an. Und das hat mich so fasziniert, dass ich beschlossen habe, selber eine Ausbildung darin zu machen. Was haben Sie gespürt? Was war Ihnen fremd? Also es war ein Mann, der auch mit eine neue Partnerin hatte und geschildert hat, seine Ex-Partnerin oder Ex-Frau, weiß ich gar nicht mehr, die würde ihn nicht loslassen. Und er wollte das mal aufstellen, diese Konstellation, um zu gucken, was braucht die, um ihn loszulassen oder was braucht er oder was ist noch nicht geklärt. Und ich wurde als Ex-Frau aufgestellt. Und zuerst saß ich da ja sehr skeptisch und dachte, alles Laienschauspieler. Und dann habe ich mir innerlich so gesagt, so Junge, ja, also sorry Junge, aber ich gebe dir jetzt, was du brauchst. Ich sage, geh in Frieden, bla bla bla. Und dann stand ich dort als seine Ex-Frau und ich dachte so, nee, du gehörst mir. Du kommst, also ich gebe dich überhaupt nicht frei, kein bisschen. Ja, und das habe ich gedacht, das ist schon sehr irritierend. Das war für mich sehr überraschend. Gab es dann eine Lösung? Also er hat sich nochmal bestätigt gefühlt, aber es wird dann ja auch immer umgestellt. Daran kann ich mich jetzt nicht mehr so gut erinnern. Das ist, glaube ich, knapp 20 Jahre her.
ich erinnere mich nur noch, wie überrascht ich war, dass das, was ich mir vorgenommen hatte, dass das, ich konnte es nicht in die Tat umsetzen. Und die Gefühle waren komplett anders. Können Sie aus Ihrer Arbeit ein typisches Fallbeispiel schildern, wie dieser Ansatz weitergeholfen hat? Die Ausstellung mache ich natürlich im Coaching nur mit Papier. Also da gibt es ja keine anderen Menschen. Das heißt, wir legen dann Papiere auf den Boden, die A4-Papiere, und ich stelle mich auf die einzelnen Personen oder worum es geht, auf die einzelnen Themen und spiegel dann, was ich fühle. Und meistens hat das die Leute in der Erkenntnis auf alle Fälle einen Schritt weitergebracht. Haben Sie so etwas wie eine Theorie für das, was da passiert? Naja, ich bin überzeugt, erstmal alles ist Energie. Das heißt, Energien sind ja auch, sind überall und mit allem verbunden. Eben, wir sind mit unserem Familiensystem verbunden, mit unseren Vorfahren. Wir sind mit unseren früheren oder zukünftigen Leben auch verbunden. Und die Energien beeinflussen sich gegenseitig. Also was ich so vor mir sehe, wenn ich im Feld der Klienten arbeite oder auch in meinem, dann ist das, es sieht so aus wie, ja, eigentlich wie so eine, wie so Bienenwaben, aber die sich ausdehnen in so unendlich und auch in unterschiedlichsten Dimensionen sind. Und zwar so ein bisschen erinnert mich das auch an Synapsen vom Gehirn. Alles ist miteinander verknüpft, und wenn ich an einer Stelle dieser Verknüpfung, dieser Synapsen mehr oder weniger etwas löse, dann hat das Auswirkungen auf dieses gesamte Gebilde. Und ich habe wirklich auch Beispiele, wo ich in früheren Leben etwas gelöst habe, auch zwischen zwei Personen, und in diesem Leben, in dieser jetzigen Inkarnation, wurde das Verhältnis zwischen den beiden entspannt und krisenfrei. Das heißt, es ist in jedem Fall ein Feld, das alle Menschen mit allem verbindet. Auf alle Fälle, ja. Wir sprechen hier von Gegebenheiten jenseits der fünf Sinne. Wir haben von Seele gesprochen, von Energiefeldern. Was ist das Jenseits für Sie? Also Jenseits an sich finde ich irgendwie schwierig für mich, den Begriff. Das verbindet man ja meistens nach dem Tod. Man geht ins Jenseits, da gibt es ja die unterschiedlichsten Vorstellungen. Das ist bei meiner Arbeit nie so begegnet. Also auch diese Zwischenwelten, von denen geredet wird, habe ich bisher persönlich noch nicht erlebt in der Arbeit. Ich weiß aber, dass zwischen den Inkarnationen manchmal sehr viel Zeit vergeht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nicht, wo die Seele sich dort aufhält. Für mich ist immer so ein bisschen, ich habe die Vorstellung, und das ist eine sehr naive Vorstellung, so die göttliche Energie der bedingungslosen Liebe als Ganzes ist wie so eine Riesenwolke, und unsere Einzel, also wir sind da so Tropfen, und von den Tropfen tropft ab und zu irgendwie was runter, inkarniert sich in welchen Universen auch immer. Und vielleicht zwischendrin geht man wieder zurück, bis man sagt, okay, ich will jetzt noch mal irgendwo inkarniert sein und eine bestimmte Erfahrung machen. Inkarnation, Reinkarnation, das Leben ist also mehr als nur das physische Leben. Wie ist Ihre Beziehung zum Tod? Also meine persönliche, gut. Das war nicht immer so, weil mein kleiner Bruder ist gestorben, da war ich 6, und das hat mir ziemliche Angst gemacht. Nur inzwischen durch meine Arbeit weiß ich sehr genau, also die Reinkarnation ist für mich eine Tatsache. Und ja, ich habe keine Angst vorm Tod. Insofern, ich weiß natürlich nicht, was mein nächstes Leben sein wird. Allerdings, das ist für mich wirklich so eine unwiderlegbare Tatsache. Auch mit anderen, wenn ich mit anderen arbeite, ich komme in andere Inkarnationen, wo bestimmte Themen ihren Anfang haben. Und wenn das dort gelöst ist, ist es auch hier. Und ich sage meinen Klientinnen und Klienten immer, wenn sie mit dem Begriff oder der Anschauung von Inkarnation, wenn das schwierig für sie ist, dann nehmen sie es einfach als archaisches Bild aus ihrem Unterbewusstsein oder was immer. Wie sind Sie darauf gekommen, dass bei bestimmten Problemen eine frühere Inkarnation mitspielen könnte? Also ich kam gar nicht auf den Gedanken, sondern nehmen wir mal an, Sie kämen zu mir als Klient und Sie würden mir dann die Erlaubnis, Sie erklären zuerst, wo ist ein Thema, wo haben Sie Schwierigkeiten, was möchten Sie gelöst haben, und dann geben Sie mir die Erlaubnis, in Ihrem Energiefeld zu arbeiten. Das heißt, ich nehme Kontakt zu Ihrem Energiefeld auf und Ihr Energiefeld gibt mir die Infos, die für das Thema, was wir bearbeiten, wichtig sind. Und so bin ich. Manchmal habe ich Bilder vor mir, manchmal habe ich einfach nur Jahreszeiten,
Zahlen vor mir. Manchmal weiß ich einfach, es ist eine andere Inkarnation. Ich habe aber nichts Konkretes. Ich könnte niemals sagen, Sie waren jetzt Herr XY, was auch immer. Ja, nur ich weiß, welche Konstellation dann für dieses Thema in einem anderen Leben wichtig war. Und das ist aber die ganzen Infos, die Ihr Feld mir gibt. Weil Sie sind, also wir sind natürlich auch verbunden und Sie sind trotzdem viel enger natürlich mit Ihren Inkarnationen verbunden als ich. Und deswegen alles, alle Informationen, die ich bekomme, kommen nur aus Ihrem Energiefeld. Da geht es nicht um etwas, was gestern passiert ist. Das kann auch sein. Also ich bekomme alle Informationen, egal in welchem Leben das war oder egal mit welcher Beziehung das war. Aber es ist für Sie eben dann auch deutlich, dass es sich um eine tiefer liegende Sache, um eine frühere Inkarnation handelt. Die Information bekomme ich dann auch. Genau, das weiß ich dann einfach so. Also ich weiß es, weil Ihr Feld mir das gibt. Was könnte denn aus Ihrer Sicht jeder Einzelne tun, um sich innerlich ein Stück freier zu fühlen, wenn er jetzt nicht gerade die Möglichkeit für eine professionelle Begleitung hat? Also ich denke, was das Wichtigste ist, dass wir selber uns lieben. Also die Liebe sozusagen, ich sage immer diesen Satz, ich bin in Resonanz mit der bedingungslosen Liebe. Und ich liebe mich selbst bedingungslos. Das ist das Schwierigste. Die meisten von uns haben wirklich ein Thema und denken, ich kann mich nicht lieben, ich bin zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, was auch immer, oder ich kann das nicht und das nicht. Und wenn wir uns anbinden an die Energie der bedingungslosen Liebe, dann ist es einfach gut für die Welt und natürlich für uns selbst. Und da gibt es unterschiedliche Techniken. Ich meine, auch die Buddhisten oder andere Religionen, es gibt bestimmte Techniken, Meditation, Yoga, was auch immer, was man machen kann, um sozusagen in sich selber zu gehen und diese Anbindung an diese göttliche Energie zu finden. Frei zu sein gelingt auch oft deshalb nicht, weil Schuldgefühle eine Rolle spielen. Meinen genau, Sie, ja. Dass daran auch die 2000-jährige religiöse Tradition mit Schuld ist, dass wir das Gefühl haben, schuldbelastet zu sein? Das glaube ich schon und ich bin nicht sicher, ob sich das nur auf die christliche Religion bezieht. Ich meine, ich hatte jetzt noch nicht so viele Klienten, die anderen Religionen zugehörig sind. Na klar, ich meine, das Christentum mit dem Leiden und so weiter und die Schuld überhaupt, die Schuld der Frau durch Eva, das ist natürlich in uns zum Teil auch. Und aber auch, was ich gemerkt habe, die Schuld der Vorfahren. Also ganz häufig habe ich wirklich in meinen Sitzungen mit den Klienten, dass die Schuld von Vorfahren mit sich tragen, egal was auch immer für eine Schuld das ist. Zum Beispiel bei uns ja in Deutschland jetzt wirklich der Zweite Weltkrieg, Nazis und so weiter, kann aber auch viel, viel weiter zurückgehen. Und dann zu sagen, das ist eine Schuld, die energetisch so wie weiter vererbt wird. Leute haben es dann auch nicht aufgearbeitet, häufig wurde nicht mal darüber gesprochen. Und das ist im Energiefeld drin, bis man das auflöst, bis man sich das anguckt. Ist Angucken immer auch schon Auflösen? Nein, aber es ist ein großer Schritt dahin. Weil das Angucken ist auch, es macht was mit mir. Ich meine, ich fühle irgendwelche Gefühle, wenn ein bestimmtes Thema angeschnitten ist. Aber auch bestimmte Sachen auszusprechen, macht ja was für unseren Mentalkörper. Ja? Also der Verstand will auch seinen Part dabei haben. Und deswegen ist so bestimmte Sachen anzugucken oder auch ein bisschen intensiver reinzugehen, ist schon wichtig für uns. Kann es auch sein, dass etwas deutlich wird, wo Sie dann sagen, na, da ist es besser, wenn der Klient nicht oder noch nicht hinguckt? Kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn das Feld von jemandem mir etwas freigibt, dann ist die Zeit. Weil ich bestimme ja nicht, was freigegeben wird, sondern das Feld. Und wenn das Feld bestimmt, das hat einfach eine höhere Intelligenz als ich und die Klienten zusammen. Das heißt, wenn das Feld sagt, jetzt ist der Punkt, dann ist es das. Sonst würden Sie es nicht sehen. Genau, ja. Ich sehe immer nur das, was freigegeben wird. Schuld ist ein Thema. Gibt es in Ihrer Arbeit auch noch andere zentrale Themen, auf die Sie immer wieder stoßen? Und zwar, also einige Themen, ich nehme jetzt nochmal zwei raus, so aus früheren Leben, so Flüche und Verfluchung und das Ganze, was so daran hängt. Dann auch Verbindung zur schwarzen Magie aus früheren Leben und Manipulationen im Allgemeinen. Und bei Manipulationen, das möchte ich gerne genauer machen, um nicht
da in diesen Geruch zu kommen. Also es geht nicht um, ich glaube nicht und ich kriege auch nicht die Infos von irgendeiner großartigen Weltverschwörung, das gar nicht, sondern eher Manipulationen. Na klar, man hat die Werbung, dadurch werden wir manipuliert, aber auch durch andere Menschen. Ja, also jede, für mich ist Manipulation, wenn uns jemand davon abbringt, bei uns selbst zu bleiben. Und zwar, das passiert ganz oft unbewusst, so nach dem Motto, ich will doch nur dein bestes, liebes Kind, mach doch das. Auch wenn vielleicht das liebe Kind, keine Ahnung, Künstler werden möchte oder Künstlerin und dann sagen die Eltern, nein, Banker ist viel besser und mach was Ordentliches. Das ist eine Art von Manipulation, der wir uns schwer entziehen können. Oder durch unsere Liebsten, ja, also mach doch mal das lieber, benimm dich doch mal so, hab diese Fähigkeit. Also darum geht es mir. Also etwas im täglichen Kontakt mit Menschen und die meinen das nicht böse. Wie gesagt, ich glaube nicht an eine Weltverschwörungsmanipulation, das ist mir ganz wichtig, sondern das Tägliche mit den Leuten, mit denen wir in Verbindung sind. Ein Fluch gilt heute als etwas nicht wirklich Bedeutendes, ebenso Dahingesagtes. Auf der energetischen Ebene erleben Sie den Fluch aber offenbar als etwas, was großen Einfluss ausüben kann. Also ich erlebe, dass das bestimmte Themen oder Schwierigkeiten, Hindernisse in den Energiefeldern noch bestehen, weil es zu früheren Leben durch diese Flüche eben eine Verbindung gibt. Also im Mittelalter waren Flüche ja ein adäquates Mittel sozusagen. Ich schätze auch in anderen Kulturen, keine Ahnung, Afrika, Asien. Also man hat verflucht und das ist eine Energie, die in einem hängen bleibt. Das ist wirklich erstaunlich. Ich war selber total erstaunt, als ich das mitbekommen habe. Und dass diese Energien sind teilweise eben noch in unseren Feldern und hindern uns jetzt, uns frei zu entfalten. Oder auch diese Verbindung zu schwarzmagischer Energie. Und ich denke, die hatten wir wahrscheinlich fast alle mal in irgendwelchen Inkarnationen. Und manchmal ist das so heftig, also wo ich dann denke, das ist nicht wahr. Da arbeiten wir jetzt schon seit mehreren Sitzungen dran und trotzdem ist immer noch was da. Haben Sie ein konkretes Beispiel für die Wirkung eines Fluchs? Also wenn es ein bestimmtes Thema gibt, zum Beispiel keine Kinder zu bekommen. Das ist jetzt ein konkretes Beispiel, was mir einfällt. Da gibt das Feld, dann hatte ich plötzlich das Gefühl, sie ist damals verflucht worden. Sie ist verflucht worden, ich lasse jetzt alles mal weg, es spielt ja auch keine Rolle, was da war, aber der Fluch und du bleibst unfruchtbar, der hing immer noch im Feld. Und ich kann Ihnen sagen, es hat sich auch aufgelöst. Ja? Nur das ist etwas, da kommt man mit dem Verstand nicht drauf. Da wäre ich auch nie drauf gekommen. Also es ist nichts, was ich schlussfolgere, sondern das Feld gibt direkt eine Antwort, wenn ich frage, was steckt hinter diesem Thema. Verallgemeinert gesagt, also Sie merken, dass Wirkungen auch von Worten ausgehen, wenn wir ihnen keine besondere Bedeutung beimessen. Oder Schwüre. Was mir immer auffällt, wenn ich so durch die Stadt gehe, es gibt so viele junge Leute, die einfach immer sagen, hey, ich schwöre. Und Schwüre haben eine unglaubliche Energie, die sie mitziehen. Und ich denke immer, oh ja, ja, also ich finde es immer unglaublich schade, weil wie wir die Worte auch gebrauchen, ja, gerade hey, ich schwöre, es zieht was mit, aber wir haben halt keine Erkenntnis darüber in der Regel. Und auch Schwüre binden uns an andere Menschen, von denen wir unter Umständen auch in anderen Leben noch nicht loskommen. Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, es hängt alles mit allem zusammen. Ja? Und die Vorstellung, die ich bekomme durch meine Arbeit, also es ist jetzt wirklich ein plattes Bild, was ich dafür nehme. Wenn wir uns als Seelen einmal entschieden haben, dass ein Teil von uns inkarniert hier auf der Erde, dann stelle ich mir das immer so vor, oder die Info bekomme ich wie so ein Computerspiel. Also ich sage einmal, ja, ich steige ein und dann gibt es eine innere Logik, wie die nächsten Inkarnationen irgendwie funktionieren. Und trotzdem gibt es von Level 1 oder was auch immer, kann noch ein Thema auf Level 798 verweisen. Also es gibt zwar, so wie ich jetzt in diesem Leben bin, das hat sicher eine Auswirkung, welche Erfahrungen, was ich im nächsten Leben machen werde oder erleben werde, wie auch immer. Nur, es gibt zwischendrin da noch unendlich viele Querverbindungen und die sind themenbezogen oder eben personenbezogen. Also das ist das Bild, was ich immer bekomme,
Und ich finde es total spannend. Und man kann nur ganz aussteigen. Man kann jetzt nicht sagen, nee, von Level 5 will ich jetzt nicht ins nächste Level gehen. Geht manchmal vielleicht auch mit bestimmten Themen. Nur wenn wir uns entschieden haben, mitzuspielen, dann laufen wir das Spiel durch. Und die Info, die ich aber auch habe, ist, es ist jetzt eine Zeit, also schon seit einigen Jahren, dass man viele Verbindungen, viele karmischen Verbindungen, viele karmische Verträge und damit Gelübde auflösen kann. Und ich merke auch, es ist viel leichter als noch vor 5, 6 Jahren. Thema Schwur, wirkt schon das Wort, wirken schon die Worte an sich oder müssen wir sie sozusagen erst durch unsere Empfindung befeuern? Zum Teil. Also so ganz generell würde ich es nicht sehen. Was ich mitbekomme, Worte haben eine Wirkung, weil sie eine eigene Energie haben, wie ein Lebewesen. Und bei Schwüren ist es ja auch so, oder auch bei Verfluchungen und Flüchen, das muss die andere Person gar nicht mitbekommen und das wirkt im Energiefeld. Also wenn man einmal sagt, ich schwöre, das ist sicher kein Drama. Nur Worte, wenn, und wir haben ja so Wortgewohnheiten. Also das ist, ich nehme das wahr, wie Menschen sprechen. Und wenn wir bestimmte Worte regelmäßig wiederholen oder in unserem Sprachschatz haben, damit ist eine Energie verbunden. Wenn ich immer sage, ja, ich armes Dussel, natürlich habe ich das nicht geschafft. Das ist die Energie, die mir wieder bestätigt, du schaffst es ja eh nicht. Und das ist auch zum Teil an dieses Wort gebunden. Und wir nehmen Worte nicht, ich finde, wir nehmen Worte nicht ernst genug. Das sehe ich auch, wie sich der Sprachschatz so verändert und roher wird. Das ist so mein Empfinden. Und es ist schade. Weil früher habe ich dann auch gedacht, warum wollen meine Eltern nicht, dass ich irgendwie fluche oder was weiß ich, Schimpfworte benutze oder Fäkalworte. Und die machen was. Seitdem ich so energetisch arbeite, merke ich, was die für eine Energie haben. Und die Energie, auch wenn nur, sagen wir mal, ein Millimeter in unserem Energiefeld hängen bleibt, je öfter wir das hören und auch mitbekommen, desto mehr wird das. Und nicht jeder reinigt sich energetisch jeden Abend. Das heißt, dass die energetische Wirkung eines Wortes auch schon im Wort selbst liegt. Ich denke, es ist gut, wenn wir alle mal bewusst darauf achten, wie reden wir. Wie reden wir über uns, wie reden wir über andere, wie reden wir über die Welt. Und es ist, also ja, das sind dann, wären dann politische Beispiele, ja, aber es macht einen Unterschied, wie ich über Menschen spreche oder über Situationen, die passieren oder die da sind. Es macht einen Unterschied, ob ich sage, eine Flüchtlingswelle oder Sozialschmarotzer oder ob ich sage, da kommen Menschen, die geflüchtet sind vor Krieg, vor wirtschaftlichem Elend, was auch immer. Also Worte, auch das kann manipulieren, ob das nun bewusst oder unbewusst ist, lasse ich mal außen vor, kann ich auch nicht beurteilen, nur Worte machen was mit uns. Und wenn ich einem Kind ganz oft das Gefühl gebe, du bist super, also lieb dich selbst, so wie du bist, bist du gut und es gibt Verhaltensweisen oder Sachen, die darfst du noch lernen, das weißt du noch nicht, aber die lernst du und du schaffst es. Das gibt was anderes, das Kind kann sich dann wirklich auch mit seiner eigenen bedingungslosen Liebe weiterhin verbinden und in Verbindung halten oder eben auch umgekehrt. Gibt es bestimmte Techniken, die Sie für Ihre Arbeit anwenden? Nein, also das ist ein Wissen, das ich dann bekomme und manchmal wache ich morgens auf und habe dann Infos sozusagen, dann hat sich das wieder irgendwie erweitert, mein Wissen. Dann kommen auch bestimmte Themen. Ich wache morgens auf und weiß genau, okay, jetzt kommen wahrscheinlich Themen irgendwie aus dem Vorfahrenfeld oder so in den nächsten Zeiten, weil das ganz wichtig ist. Oder es kommen Themen, keine Ahnung, religiöser Art oder so. Und interessanterweise sind die Felder dann für diese Themen auch besonders offen. Wenn wir nochmal auf Ihre Tätigkeit als Coach und Unternehmensberaterin zurückkommen, harte und weiche Faktoren, wie erleben Sie das in der Praxis? Sind diese beiden Welten getrennt oder wirken sie sowieso immer irgendwie zusammen? Natürlich spielt beides eine Rolle, auch als Beraterin oder im Business-Kontext. Wir haben ja so eine Art wie Chemie zu den Leuten. Das hat ja für mich auch was mit Energie zu tun. Also wenn unsere Energiefelder sich berühren, was passiert dann? Ist es eher harmonisch, positiv, schön oder halt nicht? Nur im Business-Kontext, also ich arbeite niemals ohne die Erlaubnis der Menschen. Das ist energetisch, das kann ich nicht machen. Das wäre Manipulation.
Und deswegen, es ist nicht getrennt und ich merke, dass auch im Business-Kontext die Menschen sehr viel offener sind. Vor 15, 20 Jahren, wenn ich da so in Workshops über Energien geredet habe und nur im Sinne von, es gibt auch so etwas wie ein, also es gibt Energien, man kann im Team auch Energien feststellen, sozusagen wie das Team funktioniert, dann war so ein bisschen noch Energien und inzwischen ist das ein Wort, das benutzt wird auch von allen möglichen Menschen, mit denen ich in Verbindung komme und in Kontakt. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass die Spiritualität, dass diese Energie wirklich sich ihren Weg bricht und dass ganz viele Leute inzwischen auch offen dafür sind. Man kann es in der Praxis sowieso nicht trennen. Nein, man kann es nicht trennen, nur wie gesagt, darauf lege ich auch Wert, dass ich die energetische Arbeit nicht in einem Kontext anwende, wo ich keine Erlaubnis dafür habe. Das ist ganz wichtig. Und oft bekomme ich die Erlaubnis auch im Business-Kontext dafür. Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit in Ihrem Traumberuf alles Gute. Schön, dass Sie einen so ganzheitlichen Ansatz haben. Viel Erfolg und herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.